Hallo liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans. Heute bastle ich eine neue Einrichtung für Annas Zimmer. Als erstes bekommt sie ein kuscheliges Sofa. Dazu brauchen wir zwei Zündholzschachteln. Die klebe ich mit Klebeband aneinander. Die Rückwand des Sofas schneide ich mir aus Pappe zu. Die klebe ich jetzt an. Achtet darauf, dass ihr die Schubladen nicht an der Rückwand anklebt. Das Sofa bekommt jetzt einen Bezug aus rosa Filz. Die Schubladenfronten verziere ich mit Washi-Tape. So, und jetzt fehlen nur noch ein paar bequeme Kissen. Dazu nehme ich eine Klorolle und schneide die in kleinere Stücke. Dann schneide ich das Stück Klorolle auf und wickle das Ganze auf einen Stift auf. Mit Klebeband zusammenkleben. Und vom Stift abziehen. Jetzt klebe ich den Stoffbezug auf. Am Ende noch einmal ankleben. Und den überstehenden Stoff einfach in die Öffnungen an der Seite der Rolle stecken. An der Wand hinter dem Sofa habe ich ein paar süße Katzensticker aufgehängt, die ich mit schmalem Washi-Tape umrahmt habe. Und zum Schluss bastle ich noch dieses Aufbewahrungsmöbel. Thank you.
Dazu habe ich diese Schachtel verwendet. Jetzt braucht die Schachtel wieder einen Boden und dazu habe ich hier einfach nochmal ein Stück Karton angeklebt. Die Schubfächer habe ich aus dieser Süßigkeitenverpackung gemacht. Jetzt zeichne ich mir an, wo die Schubfächer schlussendlich hängen sollen. Und als Aufhängeschiene habe ich diesen Rand einer Nektarinenverpackung genommen. Da schneide ich den Rand jetzt ab. Und ihr seht, das ist jetzt eine perfekte Aufhängeschiene, die ich jetzt nur noch hier in den kleinen Karton hineinkleben muss. Damit das Regal schöner aussieht, beklebe ich es von außen noch mit weißem Papier. Wir freuen uns, wenn euch dieses Video gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja sogar Lust bekommen, etwas nachzubasteln und euer Playmobil-Wohnhaus damit zu verschönern. Das würde mich sehr freuen. Gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche dann wieder. Bis bald. Tschüss.